Sacra Terra. Der Kuss des Todes. Folge 5. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde. Hier sind wir wieder bei unserem neuesten Wimmelbild-Spiel. Wimmelbild-Adventure. Ich muss ja gestehen, beim letzten Mal, bei der Starting Session, hatte ich so meine Probleme mit dem Spiel. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, ich will da jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, das würde zu lange dauern. Wer es genau wissen will, ich habe es im Infovideo im letzten, also das Infovideo von Dezember, ein bisschen erwähnt. Aber ich hatte so meine Problems mit dem ganzen Ding. Ich musste sogar Teile nachsynchronisieren und alles, fragt nicht nach Sonnenschein. Und inzwischen ist, glaube ich, auch jedem klar, und mir inzwischen auch, dass es nicht unbedingt eine remasterte Version ist, die wir hier spielen, sondern eben eine Mobile-Version. Ich meine, ich denke schon, dass es eine neuere Versionsnummer hat und dadurch, ja, die modernste Version ist. Aber definitiv eine Mobile-Version. Das erklärt auch, warum hier alles so, ja, ohne Drag-and-Drop, sondern mit Clicky und so ist, ja. Und warum hier alles so riesig groß geschrieben ist, damit man es auch ja auf kleinen Displays gut lesen kann. Ja, ist alles ein bisschen weird und mit den Rändern, warum man die zwangsweise haben muss. Ich habe es ja auch erwähnt in der letzten Folge. Auch die Cutscenes sind teilweise komisch. Selbst wenn man es dann entsprechend eingestellt hat, sind dann die Cutscenes auch mit Rändern oder besser gesagt so zusammengedrückt. 4:3. Total gequetscht. Aber das ist etwas, was ihr alles nicht zu sehen bekommt, weil ich es nachbearbeite, so dass ihr es in voller Pracht genießen könnt. So wie es zu sein hat. Das Spiel so. Die Cutscenes so. Und ich würde einfach sagen, jetzt spielen wir ein bisschen weiter. Spaß bringt es so oder so. Hatten wir eigentlich hier noch irgendwas? Ja, das hatten wir gelesen. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Ich hatte die Vermutung, das Tor. Ich kann das Tor nochmal zeigen. Dieses Tor. Ist so eine Art Höllenportal oder so. Und das ist so eine Art Hölle. Und das sind, naja, auch Portale. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon erwähnt. Das erinnert mich an Zarathustra, wo wir nach Jerusalem und was weiß ich was alles mussten. Und ich bin auch nicht ganz sicher, was das jetzt mit unserem Verlobten zu tun hat, den wir ja zu retten versuchen. Da hat uns diese Suki ja noch gedroht. Keine Ahnung. Wir spielen das Ding jetzt einfach mal weiter. Achievements sind mir ja einige gelungen. Schauen wir doch einfach mal. Wir latschen jetzt einfach mal rein. Na, gucken wir, wie es weitergeht. Oh, das ist das Eis. Nichtsdestotrotz, so oder so schön gemacht ist das alles, ja? Was ist denn das hier? Sieht so unwirklich aus, wie eine Kulisse. Das Eis hat nicht einmal die Dekoration verschont. Das ist schon Deko. Aber dass man das alles so wegdrücken muss und dass es das so groß geschrieben ist, aber naja, gut. Ist dann eben so. Manchmal nerven mich diese Pfeile, aber ich will es auch nicht wegmachen. Was ist das hier? Ich weiß halt nicht, was das höher gestellte Ziel momentan ist. Wahrscheinlich Verlobten suchen. Ist das eine Zigarette? Oder was soll das sein? Oder eine Schraube? Das erkennt man gar nicht. Mein Inventar... Ist es das hier? Hebel. Mein Inventar ist eh auch das hier, sodass man so keinen Links-Rechts-Klicki hat, sondern dieses Touch-Ding sie, aber naja. Diesen Müll zu verbrennen würde dieses Zimmer aufheizen. Ich bräuchte natürlich etwas Benzin, um das Feuer anzuzünden. Das heißt, sie will jetzt anfangen schmelzen, oder was? Aha, wozu? Eine Tür, und da ist das Schloss vermutlich auch eingefroren. Das Schloss ist eingefroren, vielleicht kann ich es zerschlagen. Würde ich jetzt mit dem Hammer machen, aber ich will kurz warten. Wollen wir noch ein bisschen umschauen? Verschlossen. Haben wir einen Schlüssel? Nee, haben wir nicht, oder? Nee. Aber das können wir machen, dass wir uns da mal durchhämmern. Hämmertime. So, Probleme habe ich ja gar nicht mit dem Spiel, mit dem Sound oder sowas. Das ist jetzt halt der Vorteil, dass es ein bisschen moderner ist von der Version. Erinnere mich an Tunguska, da hatten wir sowas ähnliches. Aha. Dann gehen wir mal rein. Ein Wimmelbild. Ja, sehr gerne. Davon habe ich nämlich noch nicht viel gehabt. Machen wir das gleich als erstes, hätte ich gesagt. Sehr gerne. Das ist natürlich ein bisschen bugged, ist doof, aber ich weiß es ja inzwischen. Also Haken.
Feuerzeug, Benzin. Pfeil und Teekessel. Okay, also das müsste der Teekessel sein. Das ist der Pfeil. Das war das Feuerzeug, nicht das Benzin, sondern das Feuerzeug. Da ist das Benzin. Aber sowohl als auch richtig. Schrothülse. Ist das das? Ne. Das ist die Schrothülse. Zahl 1. Blatt, Spielzeugauto und Löffel. Mhm. Blatt im Sinne von Blatt Papier oder Blatt von einem Baum oder was sind so Blätter, aber das ist es wohl nicht. Blatt Papier? Nein. Und die Zahl 1. Dollarschein, der aber verdeckt ist angeblich. Müsste man mal schauen. Müsste man mal so wischen, ob man irgendeine Hand oder sowas entdecken. Das da? Weil der sagt Blatt. Ja, man muss immer mehrmals klicken, aber gut. Spiegel? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der beste YouTuber im ganzen Land? Löffel, ja toll. Aber nicht das, oder? Nee. Löffel und Haken. Löffel und Haken. Haken? Das da? Ja, ist halt mehr so ein Angelhaken. Aber ja, gut. Spiegel, natürlich. Löffel? Löffel und Dollarschein. Aber Dollarschein ist natürlich jetzt... Das hinkt jetzt natürlich. Das hinkt. Finde es schön, wie sie die Musik ein- und ausfaden. So macht man es richtig. Die, by the way, im Allgemeinen ganz gut geworden ist. Den Löffel finde ich nicht. Den Löffel finde ich nicht. Hm, da. Und der Dollarschein ist jetzt natürlich die Frage. Das blicke ich jetzt nicht. Was ist da verborgen? Gibt es irgendwas mit einem Handsymbol? Oder ich weiß gar nicht. Hatten wir Handsymbole? Müsste man doch sehen können. Aber ich habe hier irgendwie kein Handsymbol. Gibt es irgendwas? Ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das? War das mit Handsymbol oder müsste man einfach so irgendwas öffnen? Die Bücher öffnen oder so. Aber irgendwas... Oder hier so aufschneiden oder so. Kann doch nicht sein. Ein versteckter Dollarschein. Ja, die haben es teilweise echt in sich, die Wimmelbilder. Finde ich schon. Mal in Ruhe absuchen, weil... Das war doch ein Handsymbol, oder nicht? Beim letzten Mal, ich weiß gar nicht mehr. Hier ist eine Börse, aber die ist leer. Ah, da war ein Handsymbol. Ach ne, das war das, die Zurücktaste. Schade. Verstehe ich nicht. Das irgendwie? Auch nicht. Brief vielleicht? Das kann nicht sein. Hä? Auch so die Click-Registration ist so typisch mobile irgendwie. Ich weiß nicht, was das soll mit dem Dollarschein. Das Problem ist jetzt, dass ich nicht weiß, was er will. Ob das jetzt wieder irgendwie so ein grafisches Problem ist oder so. Weil ich hier einfach nicht weiß. Ich, klar, ich muss irgendwas... Ah, das... Ah, ein Fächer. Ja, okay. Das muss man aber... Hallo? Muss man erst mal sehen. Feuerzeug, Benzin haben wir gefunden. Na gut, aber wir haben es ja hinbekommen. Die Ballerinas sind verbrannt, aber die anderen Poster sind okay. Wie ist das möglich? Ah ja, ich sehe es auch. Also, was heißt die anderen Poster? Der Rahmen des Posters, oder wie man es nennen will. Das ist ein Eisblock, oder was? Dieser Block aus Eis ist so hart wie Stein. Wenn ich ihn fallen gelassen hätte, wäre es direkt durch den Boden gebrochen. Was wäre der beste Weg, um ihn zu tragen? Vielleicht könnte ich ihn etwas einwickeln. Wozu? Zu. Jemand hat hier eindeutig ein Ritual durchgeführt. Ja, sieht ein bisschen so aus, stationärerweise. Mhm. Was ist das für Zeug? Ich brauche eine Glühbirne für die Lampe. Achso, das ist die ganze Lampe. Ich dachte, das wäre ein Amulett oder sowas. Weil das sieht aus... Hä? Das ist doch auch so ein Tierding oder so, aber kann ich jetzt nicht... Ich muss erst die Lampe anmachen, um das zu kriegen, oder was? Mhm. Bücher oder so? So viele Bücher. Ballett, Choreografie, Librettos? Kenne ich nicht. Musik, Arrangements. Gut, Libretto ist wahrscheinlich irgendwas von Ballett. Damit kenne ich mich jetzt wirklich nicht aus. Ein Safe oder was? Na gut, ich kenne ja keine Kombi. Ich kenne den Code nicht und es macht keinen Sinn zu raten. Stimmt wohl.
Sind zwar nur drei Ziffern, aber wie rechnet man das 3 mal 3 mal 3? Irgendwie sowas, gell? Das ist dann schon ein bisschen viel. Ich weiß, was wir denn mit dem beziehen sollen. Ah. Ist das ein Tagebuch oder was soll das sein? Ah, 592, das ist doch der Code. Was ich in letzter Zeit bei diesen Spielen für Tagebücher vorlese. 13. März. So kann man es auch hinschreiben. Ich habe gestern... Ist das eine Ratte? Ich habe gestern Secretera besucht. Wer schreibt denn das überhaupt? Was für ein gruseliger Ort. Ich dachte, dass dort alles abgeschlossen und verriegelt wäre, aber das älteste Gebäude war offen. Ein Schloss. Es ist ein Kunstwerk. Ist das so jemand, der so in alte Gemäuer geht und so oder was? Also der das schreibt. Es hat eine geisterhafte Schönheit an sich, wie ein Schloss aus dem Mittelalter. Okay. Secretera ist ja immer noch die Insel. Aber naja. Da sind sogar überall Schädel und Skelette. Ich habe auch die faszinierendste Bibliothek gefunden, die ich je gesehen habe. Sie enthält hunderte von Büchern, einschließlich Büchern mit Zaubersprüchen. Ich habe eins aufgehoben und es war wirklich sehr heiß. Heiß? Ich konnte es kaum halten. Ich habe nie an den Blödsinn geglaubt, der in dem Buch stand. Aber jetzt hoffe ich, dass es wahr ist. Wenn ich einen Zauberspruch hätte, der sie glücklich macht, würde ich ihn verwenden. Sie glücklich macht. Aha. Verstehe ich nicht so ganz. Beweise. In einem der Zimmer in dem Theater fand ich das Tagebuch eines jungen Mannes. Er erzählt darin, wie er nach Secretera gegangen ist, um ein Buch mit Zaubersprüchen zu finden. Ah, der ist bewusst dorthin gegangen für das Buch, oder was? Er suchte nach einem Zauberspruch, um seine Freundin glücklich zu machen. Ich frage mich, ob das funktioniert hat, aber eines ist klar. Ich bin nicht länger auf der Insel. Achso, sie ist ja durchs Portal, klar. Aber wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ist, doch in dem Schloss jetzt. Auf Secretera, oder nicht? Oder habe ich das jetzt... falsch verstanden. Was haben wir jetzt gesagt? Darf ich nochmal sehen? 592. Benutze den Code, um den Safe zu öffnen. Du hast den Code bereits anderswo gesehen. Ja, ich weiß. Kann man da auch rechtsklick? Nö. 592. Okidoki. Schon wieder so ein Feuerzeugding. Diesmal können wir es mitnehmen. Die Bürste. Und Pergament, was wir nicht nehmen können. Eine Spielkarte, die wir nicht nehmen können. Da ist nichts mehr, oder was? Gut, wir brauchen ein Feuerzeug, um das Feuer zu entzünden. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das könnten wir eigentlich mal probieren. Ich meine, man könnte auch vielleicht so machen, aber das haut nicht hin, oder? Ja, sie will den ja eher mitnehmen. Ich weiß zwar nicht, wozu wir das schmelzen lassen müssen, das hat sie ja auch nicht wirklich erklärt, aber war gut. Mir ist so kalt, ich kann mich kaum bewegen. Ich muss einen Weg finden, um mich aufzuwärmen, bevor ich erfriere. Oder einfriere. Ja gut, da drüben in dem Raum war es dir aber auch nicht kalt. Ja gut, wir wissen es ja halbwegs. So kann ich das nicht machen, oder? Sagt sie da irgendwas? Also viel sagen tut sie ja nicht. Na gut. Diese Special Effects. Jetzt kann ich ein Feuer entzünden. Ja, man macht das mal. Und es schmilzt. Jetzt auch wieder schnell oder was? Du fackelst die ganze Bude ab, ist dir schon klar, oder? Oh, da liegt noch mehr. Was ist das alles? Ich könnte das Feuer dazu benutzen, eine Tasse Wasser warm zu machen. Ein Schlüssel? Ist das eine... Ich würde sagen, ist das eine Ouija-Brett, aber ne. Mehrere der Scheiben mit Tierzeichen drauf fehlen. Ja, I know. Aber kann ich jetzt einfach so machen? Oh, das geht. Vielleicht ein bisschen weit weg, oder? Das gehört dann nicht mehr dazu, oder? Nee. Okay. Eine Tasse Wasser, um den Eisblock zu dingsen, oder was? Der Schlüssel könnte jetzt in der anderen... Nee, in der Tür passen. Ist hier denn noch irgendwas anderes? Ich brauche eine andere Maske, um die Tür zu öffnen. Hm. Verstehe. Das Eis hat nicht einmal die Dekoration verschont. Achso, das ist alt. Na gut, schade. Jetzt müsste aber das hier... klappen, oder? Nein. Wobei das auch eher aussieht wie von so einem Schmuckkästchen oder sowas. Irgendwie knacken oder so, ne? Hm. Ist das das ganze Inventar? Ja. Gute Frage. Aber eine Tasse Wasser? Reicht jetzt? Bin jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ist das hier schon alles gewesen? Das kann ich nicht. Da brauche ich eine Glühbirne. Das Einwickeln kann ich ja auch nicht.
Für was könnte ich denn... Ich bin natürlich jetzt wieder in dem Problem, dass ich... Naja, dass die Session im Monat her ist. Bestimmt war ein Schmuckkästchen und ich kann mich nicht mehr erinnern oder so, aber ich kann ja jetzt schlecht alles ablatschen. Oder? Schmuckkästchen ist gut. Kann man hier das Buch hinmachen? Tatsächlich. Und jetzt? Das sieht aus wie die Anleitung für ein Ritual. Ja, und dann? Irgendwas hat sich doch gerade geöffnet. Das klang wie wir öffnen. Oder? Aber was hat es jetzt sollen? Was hat sich jetzt da getan? Das Buch liegt schon mal richtig, auf jeden Fall. Ich bin verwirrt. Ah, die Fledermaus müssen wir ja auch noch spooken, aber das weiß ich auch nicht. Wie. Wir kommen ja da nicht hin. Die Armbrust? Wollte sie nicht, oder? Mhm. Damit soll ich jetzt die Fledermaus bestimmt raus. Wir müssen uns noch ein bisschen umschauen. Cool. Now do you understand how dangerous it was for you to come here? You don't belong here. No one does. But I'll help you in any way I can. You've been to a hellish alternate dimension. Lilith created it, and her demonic energy sustains it. It's where she imprisons cursed souls. You'll be meeting some of them soon. They provide Lilith with the energy she needs to survive. Helping these poor souls to escape this nightmare's prison will weaken her. I need to go, but I'll be back. Remember this phrase from an ancient scroll. Only repentant sinners with pure hearts can experience love, light and joy. Aha. Also diese Lilith, diese Succubus, diese Suki hat quasi alternative Realitäten erschaffen quasi und hält da Seelen fest. Und entzieht denen die Energie, damit sie überhaupt existieren können. Mhm. Und wenn ich die befreie, dann wird sie immer schwächer und schwächer und schwächer. Und dann gab es noch so einen Schriftrollenspruch, der wohl wichtig zu sein scheint. Der ist irgendwie spooky. Warum wird der hier durchsichtig angezeigt? Ist das ein Geist oder was? Ein Fischer oder etwas anderes? Als ich zum Schloss zurückkehrte, traf ich den Fischer im Foyer. Er sagte, das eisige Theater sei ein Teil einer Welt, die durch das pure Böse geschaffen worden sei. Die dort gefangenen Seelen mussten dort Schmerz und Leid ertragen und einem Dämon damit Kraft geben. Naja, dem Suki. Oder der Suki. Ist es überhaupt Suki? Die Succubus, der Succubus? Da war ich mir der letzte nicht sicher. Eigentlich der Succubus, aber eigentlich die Succubus. Also, ist doof irgendwie. Nach der... Was? Nach der Fischer das gesagt... Was? Nach der Fischer das gesagt hatte... Nachdem, oder? Nachdem der Fischer das gesagt hatte, verschwand er wie ein Gespenst. Ich war nur ein wenig überrascht, da das eh der seltsamste Tag war, den ich je erlebt hatte. Was er gesagt hat, war jedoch wichtig. Es... Also das haben sie schon ein bisschen mit den Textfehlern, aber gut. Es bedeutet, wenn ich helfe, die im Theater gefangenen Seelen zu befreien, dann werde ich damit den Dämon schwächen. Da sie Mark gefangen hält, könnte das der Schlüssel zu seiner Rettung sein. Okay, das macht jetzt Sinn, weil ich habe mich vorhin gefragt, was sollen die Portale mit dem Verlobten zusammen hilfreich sein, oder habe ich ja schon gesagt. Aber ja, wenn ich die natürlich dann weaken kann, dadurch, ja, verschwächern, ja, schwach machen kann, dann ist das natürlich sinnvoll. Genau. Schwächen kann. Damit ich sie schwächen kann. Aber das hilft mir aber trotzdem nicht so richtig weiter. Das geht auch nicht zufällig, oder? Ah, okay, irgendwo muss es ja weitergehen. Ein neuer Room. Oha. Spiderweb. Hier ist aber sehr dunkel. Ohne ein Licht gehe ich da auch nicht hinunter. Ja, ich auch nicht. Hier haben wir noch eine Schere. Schau dir all diese Spinnweben an. Ich muss sie irgendwie loswerden. Wie soll ich denn das jetzt machen? Hm. Das ist eine Maske. Ah, da hatten wir doch eine Tür, wo wir eine Maske brauchten. Wie ich jetzt die Spinnweben zerschneiden soll, weiß ich allerdings nicht. Sieht irgendwie cool aus. Aber nee, das macht dann jetzt, glaube ich, keinen Sinn. Ich glaube, da müssen wir die Maske einsetzen. Dann latschen wir nochmal durch das Portal. Da war doch ein Portal, ja schon, gell? Und da waren die Masks. Aber meine Freunde, ich glaube, das ist jetzt eine gute Stelle, um die Folge zu beenden. Wir haben jetzt unsere 20 Minuten zusammen. Dann können wir in der nächsten Folge die Maske hier einsetzen. Also, der Anfang zur neuen Session ist gemacht. Keine Sorge, es kommen insgesamt 4 Folgen. Das seid ihr ja gewohnt von mir, das ist eigentlich Standard. In welchem Rhythmus, weiß ich jetzt noch nicht. Die nächste kommt auf jeden Fall morgen.
Und bei der sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin, tschüss.